Nachhaltigkeit und Elektromobilität spielen eine immer größere Rolle. Auch in der Gemeinde Leogang hat man sich im Rahmen der Agenda 21 Gedanken zu diesem Thema gemacht. Entstanden ist Agenda 21, der Gedanke für Agenda 21 beim UN-Weltgipfel in Rio de Janeiro 1992. Da haben sie 178 Staaten bereit erklärt, diese lokale Agenda 21 zu starten. Dass man wirklich von der kleinsten Zelle, politischen Zelle, von der Gemeinde oder von der Region heraus seine Zukunft gestaltet. Wir haben uns noch gesagt, ja, fürs Erste nehmen wir einmal vier Projekte raus. Das war ein ganz einfaches Projekt. Das war ein Trinkwasserbrunnen in der Hauptschule oder in einer Mittelschule in Leogang. Das haben sich die Kinder gewünscht. Und zwei Hauptprojekte, was wir auch gleich umgesetzt haben, das war eben unser Sozialhilfeverein Leogang halt zusammen, weil einfach überall der Diener rausgekommen ist. Die Leute dann sehr gerne helfen in Leogang, unterstützen sehr gerne andere, aber es braucht also eine Koordinationsstelle. Und ein ganz großes Projekt ist die Gestaltung des Dorfplatzes und auch das Carsharing-Modell war so eine Idee. Und diese Idee wurde gleich tatkräftig umgesetzt. Das Ganze funktioniert sehr einfach, dass wir über den Verein, und der gegründet worden ist aus dem Agenda-Prozess, ein Auto angeschafft haben. Das wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt und wir verwalten das im E-Carsharing mit dem Namen Leo Mobil. Man kann das ganz einfach nutzen, man registriert sich einmal, kann über ein Reservierungssystem das sehr einfach mieten und damit eigentlich flexible Mobilität im Ort nutzen. Durch das Sharing-Thema konnten die Leoganger viele Ziele der Nachhaltigkeit erreichen. Einerseits ist es die Umweltkomponente, dass wir Elektromobilität im Ort einfach fördern wollten. Dann ist diese Sharing-Komponente, wo also dieses Teilen im Vordergrund steht als gesellschaftliche Komponente. Was auch besonders ist, ist das, dass mit den heimischen Betrieben zusammengearbeitet wird und dass die Betriebe in Leogang auch dieses Carsharing-Modell für ihre Mitarbeiter benutzen können und so haben sie auch bessere Auslastung. Also das war da, glaube ich, wirklich auch der innovative Anteil daran, dass das sogar gelingt. Und wie immer steht und fällt es mit den Menschen, die das initiieren und betreiben. Und wenn man so einen Motor hat, wie ein Hans Madreiter, der das Projekt wirklich auf die Beine gestellt hat, dann lebt es auch. Das braucht es. Es braucht die Menschen, die dahinter stehen. Das Projekt Leomobil ist mit einem E-Auto gestartet. In Zukunft will man hier aber einen Schritt weitergehen. Also ich hoffe, dass wir da das Projekt auch weiterentwickeln können, ein zweites Auto mal anschaffen. Die Infrastruktur ist ja prinzipiell da, das Reservierungssystem funktioniert sehr gut. Und ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das Projekt dann mit zwei, vielleicht auch einmal mit einem dritten Auto weiterentwickeln können. Mehr Infos zur Agenda 21 und den Projekten finden Sie auf der Webseite vom Land Salzburg. Alle weiteren Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Energiesparen finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.